Ja, meine Freunde, was soll ich euch erzählen? Lars Lukas May steht kurz vor einem Wechsel zum SV Werder Bremen. Und wer hat es vor einigen Wochen schon ein bisschen gesagt, ja, das wäre einer für Werder. Eckdaten passen, das Gesamtprofil passt. Ja, richtig, ich habe es euch gesagt. Und ich hatte ihn sehr, sehr hoch im Kurs auf meiner Liste gehabt. Lars Lukas May, ein Europameister, ein U21-Europameister, kurz vor dem Wechsel zu Werder Bremen. Es ist noch nicht vollzogen. Es ist, wie gesagt, kurz davor. Sollte dieser Transfer noch heute unterschrieben werden, also fix gemacht werden, werde ich natürlich ein weiteres Video dazu machen, um da auch die Vertragsdetails, denn das ist nämlich jetzt die große Frage, im Raum stehen, wo steht wohl gerade eine Laie und so wie perfekt, so wie die Medien berichten, ist es wohl eine Laie auch ohne Kaufoption. Vertrag hat Lukas May bei Bayern noch bis 2023. 2 Millionen Marktwert, 21 Jahre ist er alt, 1,90 groß. Markus Anfang kennt ihn ja aus Darmstadt-Zeiten. Letzte Saison hat er bei Darmstadt eben gespielt auf Leihbasis. Ja, das Ganze ist sehr interessant, denn auch hier haben wir wieder einen Spieler, der zwar in der Hauptposition Innenverteidiger ist, aber eben auch im defensiven Mittelfeld spielen kann. Was sagt das aus für Freddy? Ja, das können wir alles gerade nicht so wirklich beurteilen, beziehungsweise müssen da einfach ein Stück weit warten, was passiert heute, was gibt es allgemein dann für eine Meldung, hat das überhaupt Einfluss auf den Freddy-Transfer oder ist eben Lars Lukas May einfach auch nur ein Innenverteidiger, als Innenverteidiger holt man ihn und weiß vielleicht da auch schon mehr, was Abgänge angeht, betrifft zum Beispiel Toprak oder auch Friede. Oder eben auch Velkovic. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Ich hoffe, dass wir heute noch Klarheit kriegen. Wie gesagt, ich hatte diesen Transfer ja schon vor einigen Wochen so ein bisschen angekündigt gehabt, wo ich gesagt habe, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil es im Gesamten einfach vom Profil zu Werder passt. Und da sind wir auch wieder bei diesen Transfergerüchten oder die Videos, die man, oder beziehungsweise die, wenn wir untereinander talken und sagen, ey, der und der könnte passen. Ihr seht immer wieder, das ist nicht das erste Mal, dass man über Kandidaten spricht, die am Ende wirklich eben dann auch in der Öffentlichkeit als Kandidaten gelten. Im Nachhinein, also schon, man spricht über die, da redet noch keiner darüber, dass der bei Bremen im Gespräch ist. Und auf einmal ist er bei Bremen kurz vor der Verpflichtung. Also, in dem Sinne, ihr könnt auch gerne weitere Spieler raussuchen, die eben eventuell zu Werder passen würden. Schreibt mir die in die Kommentare, ich schaue mir die an und schreibt mir eure Meinung zu Lars Lukas May. Ich melde mich wieder, wenn dieser Transfer abgeschlossen ist. In dem Sinne, bis später, haut rein, ciao, ciao.